Wir haben das Manifest entwickelt, weil wir uns Gedanken machen über eine nachhaltige Digitalisierung. Ich darf alle hier ganz herzlich im Namen von Telefonica Deutschland begrüßen. Wir freuen uns darüber, dass wir über digitalpolitische Grundsatzfragen und über das digitale Manifest von Telefonica insgesamt ins Gespräch kommen. Wir waren vor 5 Jahren noch an einem Punkt, wo die meisten Leute gesagt haben, Digitalisierung ist doch super, das ist ganz, ganz toll. Ne? Und jetzt schaut man sich so um und es ist irgendwie eigentlich nur noch alles schlecht. Ne? Wem gehört Digitalisierung und wem gehört die Zukunft? Das ist eine Frage, die sich viele Leute stellen und viele haben das Gefühl, dass ihnen die Zukunft nicht gehört. Wir brauchen wirklich in der Politik auch ganz klar einen Fokus drauf, dass wir Veränderungen sehen werden über die nächsten 15, 20 Jahre. Für meine Kinder, die im Grundschulalter sind, die werden wahrscheinlich Dinge machen, die wir uns heute noch irgendwie gar nicht vorstellen oder ganz anders arbeiten und dass wir darauf irgendwie eine Antwort finden müssen. Ich würde sagen, man kann diesen ganzen Datenschutz überhaupt nicht mehr loslösen von der Frage der Datensicherheit. Und die Datensicherheit ist also ein offenes Feld des kompletten Wahnsinns. Wie kann es auch gelingen, dass man ganzheitlich mal diese Themen auch tatsächlich anpackt und nicht der Versuchung erliegt, immer nur im Kleinteiligen mal hier, mal da was zu machen. Wenn wir jetzt darüber nachdenken, was darf, was kann eigentlich künstliche Intelligenz, dann glaube ich, muss unser Verständnis erstmal sein, dass künstliche Intelligenz die Fähigkeiten von Menschen erweitern soll und nicht ersetzen soll. Entscheidungen, die ein Algorithmus fällt, müssen nachvollziehbar sein. Also man muss irgendwie versuchen, dass es eben nicht eine Blackbox ist. Was ist eine gewisse Notwendigkeit, die Sie sehen, auch im Blick auf zukünftige Märkte und auf die Erhaltung der von Ihnen ohnehin schon besetzten Märkte? Wir brauchen Druck, damit der Gesetzgeber in die Puschen kommt und dann kann das durchaus eine wirtschaftliche, eine wettbewerbsrechtliche Chance sein, hier in Europa die Industrie aufzubauen, die es für dieses Zeitalter dringend braucht. Ja, es ist wichtig, dass Unternehmen das vorantreiben, weil sie nicht im luftleeren Raum agieren und dass es hier so ein Manifest gibt, zeigt ja auch, dass Unternehmen das wissen und die Wirtschaft da absolut unterwegs ist. Die Arbeitgeber haben die Möglichkeiten, den Beschäftigten sehr viel Ängste und Befürchtungen zu nehmen, indem sie die Digitalisierung erlebbar machen und auch ja, Lernprozesse begleiten und einleiten und durchführen. Ich glaube, wir müssen diese Neuerung annehmen und erstmal positiv denken, aber selber, jeder Einzelne an jeder Stelle, wo er gerade steht, damit auch wiederum behutsam umgehen.